an dich und dein Leben. Die bösen Onkels sagen mit Adios leise Servus. Es geht runter von der 9 auf die 10 und die Söhne Mannheims steigen dagegen nach über 3 Monaten mit Neues nochmal von der 12 auf die 9. Sonst bewegt sich nichts, es geht nicht nur um dein Leben. Auch dank Pharrell, Snoop Dogg und Mace spurtet Nelly mit Suit sofort auf Platz 8, während sein zweites Album Sweat immerhin die 17 entert. Nach 5 Jahren schenken Raymon ihren treuen Fans jetzt eine Live-Platte. Und die Fans schenken Raymon und Raise Your Hands auf Anhieb Platz Nummer 7. Won't you be my sunshine, baby? Wir wussten es ja schon immer, Ärzte-Songs sind einfach druckreif. Deshalb gibt's jetzt das Ärzte-Songbook. Ist bestimmt genauso erfolgreich wie die Doppel-DVD. Auch wenn die Band, die sie Pferd nannten, von der 4 auf die 6 fällt. Obwohl sie Gold für Verschwende deine Zeit kassiert haben, suchen Silbermond immer noch eine große Wohnung. Liebe Vermieter, sie arbeiten im Tonstudio und gehen hoch von der 13 auf die 5. Zweiraumwohnungen kämpfen mit vielen anderen Stars für mehr deutschsprachige Musik im Radio. Es wird morgen, setzt sich auch ohne Quote durch, auch wenn's von der 2 auf die 4 ganz langsam runterpurzelt. Anastasias Deutschland-Tour soll ein Liebesurlaub werden. Angeblich läuft was zwischen ihr und MTV-Moderator Patrice. Anastasia, das Album geht von der 2 auf die 3. Und Gentleman fällt zwar nach 2 Wochen auf der 1 runter auf die 2, aber er wird's verschmerzen, denn statt Confidence steht jetzt ein Kollege seines 4Music-Labels ganz oben. So, meine Lieben, es ist soweit, wir enthüllen das Nummer 1 Denkmal. Okay, neu von 0 auf 1 geht in dieser Woche Max Herre. Hätte man ja auch mit rechnen können, nachdem so lange Pause beim Freundeskreis war. Interessant ist auch, dass die alte Nummer 1, Gentleman, und die neue beim selben Plattenlabel 4Music unter Vertrag sind. Da wird also wahrscheinlich gerade sowas von abgefeiert, ohne neue Talente investiert. Demnächst kommt ja auch noch das neue Fanta 4-Album raus, ebenfalls auf 4Music. Und dann wird bei denen wahrscheinlich vor lauter Euphorie Weihnachten und Silvester vorgezogen und an einem Tag gefeiert. Aber es sei ihnen gegönnt. Also hier kommt die neue Nummer 1 der deutschen Albumcharts. Aus seinem Album Max Herre sehen wir jetzt eben diesen, gemeinsam mit seiner Frau Joy Denalane und einer wunderschönen Ode an seine Heimatstadt Stuttgart. Hier ist Erste Liebe und ich bin damit raus und denkt dran, das Leben ist kein Hip-Hop-Label. Schöne Woche, bis dahin, ciao, ciao.